Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Weihrauch HW57. Die HW57 ist ein Federdruckgewehr mit Unterhebelspanner. Geladen wird dieses Gewehr über ein Ladetor. Es verfügt über Kimme und Korn, einer Sicherung, dem Rekordabzug, einen schönen Holzschaft und über eine 11 mm Prismenschiene. Dieses Luftdruckgewehr ist im Kaliber 4,5 und leistet 16 Joule. Bevor wir zur Montage der Zielfernrohre kommen, gehen wir mal schießen. Kimme und Korn live. Freihändig stehend, klar. Das sehen wir uns jetzt an, wie das Ding schießt. Kimme und Korn, freistehend, nichts aufgelegt. So wie es sein soll. So, Kimme und Korn macht Spaß, aber jetzt probieren wir es einmal mit Zielfernrohren. Dazu montieren wir die Kimme herunter und probieren ein paar Zielfernrohre. Ein kurzes, ein etwas längeres und ein echt langes. Die HW57 verfügt über ein Ladetor. Und damit wir das laden können, müssen wir sehen, dass die Zielfernrohre in diesem Bereich nicht zu weit nach vorn schauen oder darüber sind. Wenn das Zielfernrohr nämlich genau vor dem Ladetor ist, macht Laden überhaupt keinen Spaß. So, das erste Zielfernrohr wäre montiert. Aber vorweg einmal, um die Kimme herunterzubekommen, schraubt man diese Schraube auf und zieht die Kimme nach hinten über die Prismenschiene herunter. Dieses Zielfernrohr ist ein besonders kurzes. Es ist ein 4x32. Es lässt sich schön niedrig montieren. Und wie wir sehen, geht hier das Ladetor schön auf. Und wir können ohne Probleme laden. Dieses Glas ist ein wenig größer. Wir versuchen zu laden. Ladetor auf. Laden. Ladetor zumachen. Sollte auch bei diesem Glas kein Problem sein. Das ist ein 4x32 und ist montiert auf einer etwas erhöhten Montage. Diese Montage hat den Vorteil, wenn man hindurch sieht, muss man den Kopf nicht so tief halten wie bei kleineren Montagen. Und hier nun das nächstgrößere Glas. Dieses Glas ist schon deutlich größer. Mal sehen, ob wir hier laden können. Das Ladetor geht auf. Mit ein wenig Geschick komme ich auch hier hinein und kann es auch wieder schließen. Es sollte funktionieren. Wie ihr seht, habe ich mich für das kleine Zielfernrohr entschieden. Ich habe es eingeschossen und wir werden das einmal testen, wie das funktioniert. Das Gewehr ist doch ein wenig laut. Und mit Sicherheit mehr Spaß.
So, wir spannen die Feder, schließen den Ladehebel, nehmen ein Diabolo und stecken es in das Ladetor. Wir halten das fest und drücken das Ladetor hinunter. Entsichern, anlegen. Und nun zum Resümee. Die HW57 hat sich jetzt in meinen diversen Tests als wirklich gutes, führiges Gewehr herausgestellt. Für wen ist dieses Gewehr nun ideal geeignet? Für Anfänger auf jeden Fall, aber durchaus auch für fortgeschrittene Hobby- und Freizeitschützen. Dafür kann man es wirklich empfehlen. Und eines soll gesagt sein, dieses Gewehr kann man nicht nur zum Dosenschießen verwenden, denn mit ein bisschen Übung trifft man mit dem Gewehr wirklich gut und genau. Yeah! Vielen Dank fürs Zusehen und ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch. Ciao, bis zum nächsten Mal.